Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen vollen Packung Horror bei Lea Sophia. So, was für eine Moderation, aber wir machen jetzt weiter. Irgendwas sollen wir wieder hinkriegen oder er soll irgendwas hinkriegen, er will irgendwas hinkriegen, keine Ahnung was. Das hat man uns in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge erzählt und ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Und guck mal, hier kann man Licht anmachen. Endlich. Es werde Licht. So, wenn ich das richtig sehe, können wir nur da lang oder wieder zurück. Ich denke nicht, dass wir wieder zurück können. Das wäre eine sehr... Oh, komm, hier geht's doch das Licht an. Okay, da waren wir lang. So. Das war der Wind. Ganz eindeutig, das war der Wind. Das war ganz eindeutig der Wind. Hier ist irgendwo ein Sommel. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Mit zwei gebrochenen Armen, malen ist bestimmt auch total toll. Mein Papa hatte mal zwei gebrochene Arme, das war super. Nicht. Ist das nicht das Arbeitszimmer, in dem wir schon mal waren? Das ähnelt so ein bisschen wegen dem Schreibtisch und dem Fenster. Das Bild ist super. Ich muss sagen, das ist richtig künstlerisch. Das ist richtig gut. Okay, wir laufen gegen den Tisch. Oh, guck mal, hier geht wieder das Licht an. Ich wollte nur das Licht anmachen. Ich wollte es hier nur ein bisschen schöner machen. War eine blöde Idee. Ich sehe nichts. Oh Gott, läuft ein kalter Schauer über meinen Rücken. Das ist so fies. Das ist so fies. Das ist sowas von fies gerade. Boah, das war fies. Hallo, ist hier jemand? Nein. Nein, warum sollte man in die Schrecke auch was reintun? Passiert ja noch irgendwas? Okay, nein. Was heißt hier nicht nichts? Das ist eine Brille. Wieso leckt es jetzt wieder so? Es lief jetzt die ganze Zeit gut und jetzt leckt es wieder. Das finde ich sehr blöd. Och nee, nicht Aufzug fahren. Komm schon. Warum Aufzug fahren? Aufzug fahren ist doof. Ach Mann, uns müssen wir Aufzug fahren. Ich mag keinen Aufzug fahren. Aufzug fahren ist doof.
Ach, ich hasse mein Leben. Kann ich mich da jetzt durchquetschen? Ach Mann, es stört wieder immens. Wir halten hier die ganze Zeit. Hier geht's hoch. Komm. Komm. Fahren bestimmt das Stockwerk von der Ollen. Okay, dann doch nicht. Tschüss, Leben! Jetzt habe ich ewig Angst vorm Aufzug fahren. Danke. Wer macht das? Ah, Moment, ich mach mal eben das hier. Wer war das? Alles klar. Super. Wir hängen im Loch fest. Das wollte ich schon immer. Ich wollte schon immer irgendwo festhängen. Eieieiei, das Spiel macht mich fertig. Das macht mich fertig. Oh, guck mal, ein Kinderstuhl. Das macht alles wieder glücklich. Das macht alles super. Bist du Webcam? Oh Gott, es ist dunkel. Das ist richtig klasse hier. Das ist richtig gut. Gott, das war so fies. Es war so fies. Man guckt nichts an nach oben, dass man im Loch festhängt und dann das. Das geht gar nicht. Gibt's hier irgendwas, was ich mitnehmen möchte? Okay, dann halt nicht. Dann gehe ich lieber hier lang. Na, hier sieht's auch nicht schön aus. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Four ran down. Hickory dickory dock. Klingt ein bisschen wie Rolli Rolli Bum Bum. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur so ein kleines, kleines bisschen. So ein kleines, ewiges bisschen. Oh, guck mal, hier kann man was aufmachen. Ist das nicht schön? Aber
hier gibt es auch nichts zu kriegen. Schade. Schade aber auch. Aber jetzt hat das Spiel sich wieder gefangen. Können wir uns hier noch irgendwas? Nein, können wir nicht. Könnten wir vielleicht die nächste Sache finden, mit der wir malen wollen? Für unser Bild? Bitte? Finden wir denn auf einmal so viel? Even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Was wollte sie uns damit mitteilen? Dass keiner mehr mit ihr reden möchte, außer wir? Okay, da möchte ich nicht lang gehen. Aber da kann ich das hier machen. Schade, war gerade so toll. Hallo? Wie geht's dir? Wollen wir Freunde sein? Komm, lass uns Freunde sein. Komm, lass uns spazieren gehen. Eine Runde spielen mit einem Spiegel. Komm schon. Komm, wir gehen. Komm mit. Ich mag nicht allein hier rumtouren. Das ist total doof. Komm mit. Komm, lass uns spielen! Und was passiert, wenn wir jetzt näher gehen? Tut sie uns dann irgendwas an? Hallo, siehst du mich nicht? Hallo! Ich wünschte, ich könnte springen. Das ist ein bisschen total lustig. Komm! Wir können Spielchen spielen. Wir spielen einfach Verstecken. Oder du spielst einfach das Spiel für mich. Was hältst du davon? Die ist ja echt komisch. Warum greift sie uns nicht an? Und was passiert, wenn wir näher rangehen? Ich bin total neugierig. Ich lasse sie mal so lange noch tanzen und dann, oh, guck mal, hier geht's auch noch lang. Ich mag den Gang nicht. Hallo, beste Freundin, wie geht's dir? Magst du mitkommen? Komm, wir gehen da den Gang entlang. Der sieht total schön aus. Kommst du mit? Bitte. Mag ich allein gehen und ich brauche eine neue beste Freundin. Komm schon. Bitte. Was passiert, wenn wir jetzt näher gehen? Streift sie uns dann an? Landen wir dann irgendwo anders? Egal. Komm, wir gehen! Okay, sie mag uns nicht. Sie mag uns nicht. Ich bestätige, sie mag uns nicht. Sie mag uns überhaupt nicht. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Das Spiel jetzt schlechter, nur weil ich die als Freundin haben wollte? Mann, ich wollte mich doch nur mit dem Spiel gut stellen. Das ist voll die Kacke. Wo bin ich denn gerade drüber getrampelt? Achso, über einen Kronleuchter, sagt das doch einer. Ich gehe in keine Küche. Oh, schick. So. Was ist hier so Tolles dran? Nein, nicht das Telefon. Ich hasse das Telefon. Nicht dieses Klingeln. Ich hasse dieses Klingeln. Egal, ich gucke jetzt einfach mal hier. Haben wir das jetzt heller? Hallo? Wer ist da? Komm, lass uns einen Kuchen backen. Ich möchte einen Kuchen backen. Ich hasse dieses Telefon jetzt schon. Ich hasse Telefone. So.
Was haben wir hier denn? Nichts. Das ist sehr interessant. Was haben wir hier denn? Ein Babymörder. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Baby Space ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht zehntausende Bewunderer der durchschnittlichen und Sonntagskenner... Moment. Sonntagskenner der Abstrakten in ihrem Band. Tatsächlich sieht es so aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons. Bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen, weiß was ich. Punkt, 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 stand da. Da stand Punkt, Punkt, Punkt. Nein, komm, geh wieder zu. Ist mir egal, ich hab dich schon gefunden. Da war doch gerade eine Ratte drin. Da war doch gerade eine tote Ratte drin, oder? Ich bin doch nicht doof. Da war gerade eine tote Ratte drin. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass da eine tote Ratte drin war. Dieses Telefon geht mir auf die... Eierstöcke. So. Ih, was ist das denn? Ein Haufen Nichtmalerei. Oh, ganz viel Wein, ne? Können wir da hochklettern? Schade. Nein, da können wir auf jeden Fall nichts tun. Das ist sehr schade. Das ist very sad. Das ist mehr als sad. Wo ist denn dieses blöde Telefon? Naja, okay. Vielleicht gibt es in dieser Folge kein Telefon. Dann gehen wir das Telefon in der nächsten Folge suchen und die verschwundene tote Ratte in der Schublade, okay? Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Das war für heute Layers of Fear. Bis dahin ist, wie gesagt, ein schöner Tag, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen und danke fürs Zuschauen.